So. Apoapsis kommt. So. 17 Stunden, 16 Stunden, 15 Stunden. Okay. Oh. Okay. 2 Stunden. 1 Stunde 30. 1 Stunde. So, das muss reichen. So, Ressourcen einblenden. Stage only. Wir würden gerne. Was ist mein Gegenkurs? Das ist mein Gegenkurs. Okay, wir hätten das hier gerne auf 50.000 oder so runter. Das dauert eine Weile. Aber es wird trotzdem energieeffizienter sein als vorher. 9 Millionen, 8,0 Millionen. Jo. 6 Millionen. 5 Millionen. Und das mit ganz, ganz wenig Schub. So, 3 Millionen. Oh. 2. Weniger Schub. So. 2 Millionen. Wir fliegen kurz raus, wir fliegen wieder rein. Warum auch immer. Ah, das könnte Nicky gewesen sein, oder? Irgendeiner von den Kollegen. So, 1,2. 1. Treibstoff sieht sehr gut aus. Ich hätte gern noch weniger Schub, aber ich glaube, dann sind wir gleich wieder auf 0. So. 500.000, 400.000, 300.000, 200.000, 100.000. 60.000 ist zu hoch, glaube ich. Oh, oh, das ist wieder zu flach. Ah gut, das müsste jetzt okay sein. Ich speichere trotzdem nicht ab. Ich will die Möglichkeit haben, schnell wieder an das Raketendingens ranzukommen, wenn ich es denn will. Also ohne docken zu müssen extra. So, gucken wir mal. So, und weniger, 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 weniger. Karte auf. So. Surface. Weep, 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 weep. So. Den wieder dahin. Du aktiv. Und Warp hoch. Gucken wir mal. Oh, ich habe gar nicht darauf geachtet, ob wir jetzt im Hellen oder Dunkeln landen. Ich glaube, das ist wieder hell. Also da hinten irgendwo. Naja, lassen wir uns überraschen. Also wir sind noch ziemlich hoch, das heißt, ich kann ein bisschen mehr Warp machen. Yeah. ziemlich schnell runter. Goodie. Und okay, 600.000, 500.000. Wir müssten eigentlich bei 30.000 abgebremst werden. Ich hoffe mal nicht, dass wir gleich wieder wegschlittern. So. 100.000. Bei 30.000 sieht Periapsis SAS aus. Was sagst du? Du sagst, wir könnten echt wieder dran vorbeischlittern. Dann lassen wir uns darauf ankommen. Wir haben keinen Stress. Wir gucken, ob wir jetzt abgebremst werden dadurch. Und wenn nicht, schlittern wir einmal hoch zur Apoapsis, geben ganz bisschen Gegenschub und machen das Ganze nochmal. Ne? Hast du nichts gegen Kannibale, oder? Oh, dachte ich mir. So, 60.000. Wir sind noch nicht mal annähernd in der Atmosphäre. 50.000. 40.000. Wir sind schon nah genug für dieses physische Ding. Nö, 30.000 ist nicht in der Atmosphäre. Aber knapp. Das heißt, wir haben es nur ganz knapp verpasst. Das ist schade. Oh, wir sind schon unter 30.000. Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen, oder? Okay, das ist jetzt komisch. Wir fallen weiter. Ha. Warp aus.
Ah, 24.000. Okay, jetzt gehen wir wieder hoch. Jo. Also noch eine Runde. Aber da werden wir echt nur minimalst Gegenschub geben müssen, gleich an der Apoapsis. Eigentlich müssten wir doch jetzt auch abgebremst werden. Jedenfalls so ein kleines bisschen. Aber ne, wir sind wieder draußen. Alles gut. Time Warp können wir gleich auch wieder höher machen, weil wir höher sind. Und dann einfach noch eine Runde. Das ist sehr weiß. Warum bist du so panisch? Wir sind doch wieder auf dem Weg weg von dem großen, bedrohlichen Ding. So, Kartenwechsel. Komm schon, gib mir mehr Warp. Nee, das wäre jetzt der dumme Fehler, dass Duna denkt, er braucht trotzdem so und so viel Abstand, bevor er den höheren Warp benutzen kann. Also denselben Abstand, wie bei Kerbin die Rakete zum Planeten braucht. Aber was soll's, wir haben ja Zeit. Oder auch nicht. Ich mache einfach einen kleinen Cut und melde mich wieder, wenn wir hier oben ganz leicht Gegenschub gegeben haben und dann hier unten wieder ankommen. Also bis gleich. So, da wären wir wieder. Ich habe die Periapsis jetzt auf 14.000 runtergedrückt. Das ist immer noch kein Kontakt. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir so noch ein bisschen Treibstoff sparen. Wenn nicht, dann halt nicht und ich mache noch eine Runde, die ihr nicht seht. Also, ist nicht so wirklich schlimm. Trotzdem will ich kurz aus dem Warp runter. Ich würde mich gern in die gegensetzte Richtung drehen. So, damit die Fallschirme auch richtig ausklappen, falls sie dann ausklappen sollen und wir nicht nochmal ins All schießen. So. Und Warp hoch. Und mal gucken, mal gucken, mal gucken. 50.000. Bei 24.000 waren wir ja schon in der Atmosphäre drin. Das heißt, bei 14.000 müssten wir eigentlich ordentlich drin sein. Und Geschwindigkeit verlieren und so nicht mehr rauskommen. Das wäre so der Plan. So, wir sind in der Atmosphäre. Periapsis ist... Gucken wir mal kurz. Noch ganz schön weit vor uns bei 14.000 und die wird immer kleiner. Genau, das war der Plan. So. Ja, gucken wir mal. Wir sind jetzt bei, also bei 25.000 ungefähr rum, sind wir reinkommen. Mit etwas Glück kommen wir noch in den blauen Bereich. Also nicht dunkelblau, sondern blau. Dann dürften wir noch mehr abgebremst werden. Aber momentan ist die Abbremsung ja nicht so wirklich merkbar. Karte. 14.600 gleich, genau. Noch ein bisschen Warp. 14.500. Also ja, es hat uns abgebremst, aber nein, das ist nicht wirklich so merkbar. Okay, noch ein kleiner Cut und ich merke mich gleich wieder, wenn ich das Ding da auf 5.000 runtergebracht habe oder so. Und dann können wir hoffentlich endlich landen und diesmal auch nicht explodieren. Also bis gleich. Warte mal. Also ich habe noch nicht so viel rausgeschnitten. Durch unsere Abbremsaktion ist die Apoapsis ja tierisch runtergegangen. Das heißt, wo verdammt nochmal ist unser Schiff jetzt? Also das Ding, mit dem wir docken wollen. Ich würde schon noch ganz gerne hier wieder wegkommen. Das ist weg. Ich mag es nicht, wenn Sachen weg sind, die ich brauche, um nach Hause zu kommen. Müsste noch eigentlich in der Richtung sein. Da oben irgendwo. Stopp. Warp runter. Escape. Space Center. Du da. Momentan im Flug. Dunaländer 4.2 ist hier. Das andere Ding
Das andere Ding ist weg. Nicht ernsthaft. Warum bist du weg? Also so geht das nicht. Wo ist mein F9? Geht hier nicht. Okay, wir gehen zum Länder. Wir drücken F9. So. Macht mir nicht nochmal so eine scheiß Angst. Jetzt machen wir genau das gleiche wie eben. Also dieses Abbremsmanöver durch die Atmosphäre. Aber diesmal mit dem ganzen Riesending hier hinten dran. Das heißt, wir huschen jetzt einmal rum. Bis dahin. So. Und verringern das jetzt wieder auf, was war das, 15.000? So. Das aufklappen, damit wir nichts mehr sehen können. Orbit ist okay. Mir fällt gerade wieder ein, wie schräg das Ding ist, wenn die Atomreaktoren hinten dran sitzen. Aber gut. Du bist bei viel zu hoch. Du musst weniger werden. Also gegensteuern. Schub. Schub. So. Okay. 8 Millionen. 7 Millionen. 6 Millionen. Das fein zu tun könnte recht haarig werden. 4 Millionen. Was kriegen wir schon hin? 3, 2,5, 2, 1,5. Bisschen Schub runter. 1.900.000, 800.000. Es geht ganz schön schnell. Bisschen weiter runter, runter, runter. Ich glaube, weiter runter kann ich nicht. So, 500.000. Ja, aus. Ja, obwohl, momentan mit der Geschwindigkeit geht das. Das dürfte ich abpassen können. Durchatmen und im richtigen Zeitpunkt Steuerung drücken. Aber ja, der Plan ist jetzt einfach, durch dieses Abbremsen in der Atmosphäre eine einigermaßen stabile Umlaufbahn um Duna zu bekommen. Und zwar drück... Jetzt. 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 So, 11.000. Oh. Ha. Okay. Ein kleiner Haken. Die Periapsis wird dann zu niedrig sein für eine stabile Umlaufbahn von dem Atomdingens. Aber das kriegen wir schon hin. Wir huschen jetzt einfach einmal rum. So. Werden hart abgefangen, das ist okay. Periapsis müsste gleich weniger werden. Sonst landen wir aber mit dem Scheißding. So. Jo, wird weniger. Warpfaktor hoch, ist okay. Jetzt wird die Periapsis nicht so wirklich niedriger. Aber, guckt euch mal die Apoapsis an. Die rast geradezu runter. Und wir verbrauchen kein bisschen Treibstoff dafür. Himmelsmechanik ist echt toll. Solange wir jetzt nicht abstützen. Und wir stützen nicht ab, okay. Oh, es wird aber ganz schön schnell, ganz schön wenig. Nee. Wie jetzt? 10.000? Oh, wir landen. Wir landen definitiv. Okay, Warp runter, Warp runter, Warp runter. Karte. Wow, ein Planet. Das war nicht der Plan. Nicht der Plan. Okay, okay. Da ist der Kurs. Wir wollen zum Gegenkurs. Ressourcen, Stage only. RCS können wir gleich auch anmachen. Weil wir werden kein RCS brauchen, denn das Ding wird gleich zerschellen auf dem Boden. Deswegen sollten wir so. Gegenkurs ist da. Du musst damit runter. So. Wir dürfen jetzt langsamer werden. Kurs halten, Kurs halten, Kurs halten. So. Es
7800 Meter, aber das Gebirge ist wieder 3000, 4000 hoch. Ist okay. Ist vollkommen okay. Worauf landen wir gleich? Wollen wir versuchen, auf den Atomreaktoren zu landen? Das muss dann aber echt butterweich sein. Sonst haben wir ein Problem. So, verlieren wir immer noch Geschwindigkeit? Ja, tun wir. Wie oft muss ich jetzt Leertaste drücken? Erstmal muss Schub aus. Da muss ich jetzt einmal Leertaste drücken. Aus. Und jetzt nochmal Leertaste drücken. Und hoffen, dass die Antriebe nicht die da verbrennen. So, Fallschirm raus. Irgendwas ist gerade abgerissen. Oh, was war das? Nein, 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 nein. Falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Okay. Das war zu viel für die Fallschirme. Also die Atomreaktoren hinten dran. Aber gut, das war abzusehen. F9. So. Alles gut. Ich mache das jetzt genauso wie eben, aber ich bin nicht ganz so tollkühn. Also wir senken das hier jetzt ab, aber nicht wieder bis auf 15.000 oder so, sondern nur bis auf 20.000. Das muss reichen. Und ich melde mich jetzt erst wieder, wenn wir eine stabile Umlaufbahn mit dem Raketendingens hinten dran, also Atomraketendingens hinten dran, mit einer stabilen Umlaufbahn um Duna haben, die möglichst nah dran ist. Und, ja, dann sehen wir uns gleich wieder.